Herzlich willkommen zurück, Teil 3 mit Patricia Stanek. Jetzt hat ein Gast die Möglichkeit, live per Telefon Patricia was ganz Persönliches zu fragen und gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, herzlich willkommen, Patricia. Wir sind jetzt bei Teil 3. Teil 3 ist ein etwas intensiveres Thema, häusliche Gewalt. Trifft nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen zu. In meisten Fällen sind es die Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Ich habe eine junge Dame in Leitung, den habe ich angerufen. Das ist die Karin aus Essen. Und die Karin aus Essen, du weißt, wo Essen liegt? Ja. Okay, weil das ist nicht für immer ein Begriff. Essen ist in Nordrhein-Westfalen, aber okay. Karin, du darfst jetzt die Frage stellen an der Patricia, sie ist ganz Ohr. Ja, hallo, hier ist die Karin aus Essen. Hallo, Frau Stanek. Hallo, Karin. Hallo, ich habe eine Frage zum Cybercrawling. Und zwar, ich habe es selbst hier in der Familie erlebt mit meiner Enkelin. Die hat eine Gruppe, eine Chatgruppe gehabt von der Schule her. Waren alles Mädchen zwischen 10 und 12. Und da hatte sich ein Mann zwischengefuscht. Also hat sich als Elfjährige ausgegeben und hat dann ziemlich schlimme Fragen und Sachen gefragt und alles. Meine Frage an Sie, wann sollen die Eltern den Kindern erlauben, in welchem Alter, dass sie im Internet an Chat-Interviews zu teilnehmen, dass sie sich unterhalten? Wie können die Eltern das kontrollieren? Ja, also die Antwort, die ich dazu geben kann, dass es jetzt nicht unbedingt nur eine Frage des Alters ist. Es kommt A auf die Reife des Kindes an, auf die Vernunft des Kindes und wie weit die Eltern aufgeklärt sind. Die größten Probleme mit Cybergrooming kommen daher, dass die Aufklärung der Eltern oder die Information, das Wissen über das Thema zu wenig oder auch gar nicht vorhanden ist. Ja? Also die Eltern müssen definitiv kontrollieren, was sich ihre Kinder anschauen, und man kann ja bestimmte Einstellungen auch an den Laptops, an PCs machen. Und also das Wichtigste ist, dass die Eltern als erstes sich mal informieren. Was ist alles möglich? Was kann bei Cybergrooming passieren? In welcher Art und Weise geht ein Cybergroomer vor? Wenn ich mich als Elternteil gut informiert habe, ja, dann spreche ich mit meinem Kind darüber. Und da muss ich meinem Kind auch sagen, egal was passiert, egal worauf du dich schon eingelassen hast, ja, du musst mit uns darüber reden. Auch wenn der Cybergroomer zu dir sagt, dass er dir was tut oder dass er der beste Freund ohnehin deines Vaters ist oder deine Familie kennt. Das Kind muss das Vertrauen haben, dass es egal, was passiert ist oder wenn es sich nur in der Anbahnung schon befindet, sofort zu den Eltern geht. Aber ja, das Kind wird das alleine nicht können, sondern die Eltern müssen sich vorab informieren. Ich sehe das als Elternpflicht. Mhm. Also das Vertrauen zu den Eltern hatte sie ja, indem sie das gesagt hat. Sie hat uns ja mitgeteilt, ich gehe da nicht mehr rein, das gefällt mir nicht, da kommen Fragen, die gefallen mir nicht. Sie war ganz verstört. Da sind wir erst darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das verstehe ich und genau das meine ich damit, dass ich nicht im Nachhinein ansetzen kann, dann, wenn es schon passiert oder passiert ist, sondern ab dem Moment, wo mein Kind zu mir kommt und sagt, Mama, ich möchte ein Handy, Mama, ich möchte ins Internet, Mama, ich will auf die Seite Knuddels oder ich will in Instagram, dass die Eltern sich mal tatsächlich informieren. Ich kann das über Internet machen, jede Form von Wissen ist heute schon über Google abrufbar. Oder ich frage, es gibt behördliche Informationsstellen, ja, wo man nachfragen kann. Wenn die Eltern sich informieren, dann das Kind briefen, dem Kind erklären, was alles passieren kann und auch immer wieder überprüfen, dann kann man das auch etwas eindämmen oder dem etwas wegnehmen. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne bei dir einhaken, Karin. Ja. Patricia, wenn du jetzt so einen Fall hörst, so wie es dies jetzt, ja, gerade beschreibt, sie sind eigentlich schon, glaube ich, 2-3 Schritte weiter, sie haben schon mit das Kind gesprochen. Ja. Würdest du jetzt das Kind auffordern, den Chatverlauf zu zeigen, damit man gegebenenfalls den nächsten Schritt machen könnte, ja, und gegebenenfalls herausfinden, wer diesen obszöne oder diese komische Worte schreibt für einen 11- oder 12-Jährigen? Würdest du den Schritt machen oder wie würdest du jetzt vorgehen oder was würdest du jetzt dann empfehlen?
Ich kenne die Beziehung nicht, die die Eltern zu diesem Kind haben, aber es ist in so einem Fall wichtig, dem Kind wirklich das Vertrauen zu geben, dass egal was in dem Chat passiert ist, was geschrieben wurde, egal was das Kind geschrieben hat oder welches Foto es hingeschickt hat, dass es wichtig ist, dass es den Eltern die Wahrheit sagt. Wenn es den Eltern das nicht zeigen möchte, kann man das einer anderen Vertrauensperson wie einer größeren Schwester oder einer Tante oder einem Onkel zeigen oder eben mit dem Kind auch zur Polizei gehen, kommt jetzt darauf an, wie alt das Kind ist. Aber wichtig ist auf jeden Fall anzuzeigen. Photoshops zu machen, alles zu dokumentieren. Ja? Also Karin, ich würde Ihnen gerne jetzt einen konkreten Ablaufplan sagen, das kann ich aber nicht, weil ich den Fall nicht genau kenne. Aber wenn Sie, wenn Sie Hilfe brauchen oder wissen wollen, wie man da konkret vorgeht, dann können Sie vom René meine Kontaktdaten haben. Okay. Und rufen Sie mich an, ich gebe Ihnen gerne ein paar Tipps, wie Sie in dem Fall vorgehen können und kann Ihnen auch Kontaktpersonen, also absolute Cybercrime Profis nennen, alles klar. Helfen. Also Karin, dann weiß ich, Gott sei Dank, schön, Dank. Dann würde ich ja weiterhelfen. Ich werde dann heute Abend oder morgen mit dir reden, dann werde ich die Daten weitergeben, damit wir den Fall schnell für dich und für deine Familie dann klären können. Ist das in Ordnung? Ja, und ich sage schönen Dank auch und schöne Grüße in die Runde. Schönen Dankeschön, Dank. Karin, danke dir. Ciao, ciao. Danke, ja, tschüss, bis dann. Tschüss. Ja, also das ist ja typisch, wo man jetzt in der heutigen Zeit sehr viel drüber lebt, aber wir haben jetzt über ein Thema, was nicht unbedingt dein Fachgebiet ist, dein Spezialgebiet, du hast natürlich deine Experten logischerweise dabei, aber jetzt gehen wir mal in das Thema weiter, das ist natürlich auch schon ein sehr extremes, wenn es Kinder betrifft, bin ich sowieso völlig von der Rolle, weil Kinder sind nach wie vor mein Heiligtum, die haben nichts, die hat man nicht zu verletzen, die haben noch ein ganz langes Leben vor sich. Wir haben ja jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen war ein RTL, war eine Sondersendung drüber, über diesen sexuellen Missbrauch bei Kindern. Ja. Aber wir haben ja jetzt auch die sexuelle, die gewaltige Haus zu Hause, Männer, Frauen. Du hast da auch, wie ich das gesehen habe, in einigen Berichten schon sehr viel mit zu tun gehabt. Ja. Würdest du sagen, dass die häusliche Gewalt bei Frauen höher ist als bei Männern oder ist da mittlerweile schon die Waage, wo man sagt, die Dunkelziffer kennt man eigentlich? Man denkt immer, diese häusliche Gewalt ist fast nur bei Frauen. Oder ist das schon die Waage? Also im Grunde genommen ist Gewalt, das muss ich leider so sagen, auch wenn du da bist, ist Gewalt grundsätzlich männlich. Das hat auch mit der Evolutionsgeschichte zu tun, die ja nachvollziehbar ist. Ja? Aber es ist durchaus auch so, dass es gewalttätige Frauen gibt. Es gibt eine Dunkelziffer, das Problem ist aber auch dabei, dass viele Männer sich nicht anzeigen gehen trauen, weil wenn da jetzt ein Mann hinkommt, der 1,85 groß ist und sagt, mein 160 cm große Frau hat mich geschlagen, dann ist er mit einem Lächeln, vermutlich einem Unterdrückten, eines Polizisten oder mehreren konfrontiert. Oder zumindest ist das in seiner Angst so, dass er belächelt wird. Ich rate Männern genauso wie Frauen, wie Kindern, wie gehandicapten Menschen, sofern sie in der Lage sind, das zu tun, sich unbedingt Hilfe zu holen. Also es sind ja nicht nur Männer von Gewalt betroffen, es sind Frauen von Gewalt natürlich mehr betroffen als Männer, aber es sind zum Beispiel auch in Familien, wo zum Beispiel die Großeltern im Haus sind, auch Großeltern davon betroffen oder die Eltern davon betroffen. Es sind behinderte Menschen, gehandicapte Menschen davon betroffen. Mhm. Also gegen Gewalt muss man etwas tun und der Punkt ist, dass ich jetzt hier mit meiner Arbeit in der Kriminologie auf der Forschungsseite bin. Und zwar auf der Forschung, wie kann ich denn präventiv vorgehen? Was muss ich denn alles an Präventionsmaßnahmen setzen? Das ist mein Ansatz, darum geht es mir einfach um Aufklärung, Aufklärung und noch einmal Aufklärung. Ob es jetzt im Bereich Cybergrooming ist, was ja auch eine Form oder zu einer Form von psychischer, aber manchmal auch, also von physischer und manchmal auch psychischer Gewalt werden kann. Ja? Man muss etwas tun. Und da ist die Aufklärung schon mal das Erste. Und du hast ja heute schon meine 5-T-Methode angesprochen. Ja. Das steht für Turteln, Tarnen, Täuschen, Testen und Treten. Das ist eine Vorgangsweise, die oft sehr narzisstische oder psychopathische oder auch soziopathische oder machiavellistische Persönlichkeiten haben, dass ich auch schon im Vorfeld, wenn ich in eine Beziehung hineingehe, ja, zwar meine Verliebtheit behalte, aber dabei noch meine Logik und meine Gedanken frei habe, da genau hinzuschauen.
Weil manchmal spürt man schon was. Vielleicht ist man am Anfang von einer Beziehung noch irgendwie geehrt, wenn der Partner eifersüchtig ist und sagt, du ziehst diesen kurzen Rock nicht an, ja, der ist jetzt erledigt. Und wenn das sowas schon am Anfang passiert, dass hier Besitzanspruch erhoben wird. Ich kann mich erinnern, ich war 19 Jahre alt und ich war im Gasthaus meiner Mutter, musste dort immer klarerweise Familienbetrieb mitarbeiten am Abend noch. Und da kam ein Mann herein und ich war Single zu dieser Zeit und dieser Mann war sehr attraktiv und er sprach mich dann an und fragte, ob ich mit ihm ein Date, ob ich mit ihm auf ein Date gehe. Und ich habe gesagt ja, weil ich war ungebunden, er war sehr attraktiv, er war sehr gebildet und ich habe dieses Ja, glaube ich, schon eine Stunde später bereut. Ja, denn nach einer Stunde sagte er dann irgendwann, und wenn wir zweimal verheiratet sind. Okay. Und das war definitiv sowas von viel zu früh und viel zu unpassend. Und er erzählte dann, wie er sich das vorstellt, wie man da zusammen leben könnte. Nichts wie weg. Ich habe das dann sofort gecuttet und habe ihn auch aus dem Lokal von meinem Stiefvater und von meiner Mutter dann so quasi entfernen lassen, weil ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Ich konnte es zwar damals nicht einsortieren oder benennen. Und da muss ich eben hinschauen, was macht denn ein Mensch, was von der Norm abweicht? Was ist denn die Norm in einem bestimmten Kontext jetzt und was weicht jetzt von dieser Norm ab? Wo ist etwas, was da nicht hinpasst? Ist da was, was zu viel abweicht? Ist da ein Verhalten, das zu wenig ist? Ja? Also das muss ich mir genau anschauen. Und so verliebt ich bin, ich brauche mein Hirn dazu, um zu überleben in dieser Welt. Aber das große Problem mit Hirn, ne? Das ist ja wieder mal ein ganz, sage ich mal, Hirn schaltet manchmal ab. Wenn man geblendet wird. Ich rede jetzt mal zum Beispiel, es gibt ja diesen ganz berüchtigten Heiratsschwindler. Ne? Also das sind zum Beispiel auch, sind das jetzt Narzissten oder sind das... Meistens sind sie welche, ja. Dann haben wir ja die Heiratsschwindler und was wir auch momentan sehr viel haben, oder das ist momentan, schwappt ja rüber aus, ich sage es, die Nigeria-Fraktion. Ja. Das ist absolut extrem. Die Romance-Scammer. Die Romance-Scammer, ja, das sind die Menschen, die dann über diesen Love-Seiten sich dann antun, ja, und ich möchte gerne rüberkommen und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, dass sie dann rüberkommen, aber ich brauche jetzt erstmal so viel Geld, damit ich erstmal mal das und das und brauche. Du als Profiler und als Kriminologe, kannst du einen Ansatz, wenn jemand, sage ich mal, in diesen Falle tappt, erkennst du das sofort oder erkennst du das auch erst nach einem gewissen Dialog? Nein, das erkenne ich sofort. Also da kommt meistens, sehe ich das am Profil, meistens schon am Namen. Ja? Du siehst mal die Freundschaftsanfrage und da sehe ich das schon, dann weiß ich, dass das nicht stimmt. Da ist entweder ein Foto von einem Mann mit einem Kind drauf, das ist der Witwer mit dem Kind, der sich da verkauft. Ja. Dann hast du einen Namen, der oft komisch klingt, der gar nicht zusammenpasst. Ein deutscher Vorname mit irgendeinem britischen oder amerikanischen Nachnamen. Mhm. Da hast du das, was weiß ich, Michael Wilson oder so. Ja, ja? Ganz komische Namen. Dann brauchst du dir nur die Berufe anschauen, das ist das nächste am Profil. Sie sind entweder irgendwelche Heeresführer, sie sind Generäle, sie arbeiten bei der NASA, sie arbeiten auf Ölplattformen, sind Ingenieure. Das sind alles Fake-Profile. Mhm. Also da sehe ich auf den ersten Blick, dass das ein Fake-Profil ist. Ja? Aber es sind auch die Künstler, die es wirklich gut können. Es sind auch welche, die es wirklich gut können, aber ich habe da schon einen Riecher dafür. Wenn du siehst, du bestätigst die Freundschaftsanfrage und es kommt sofort in kurzer Zeit irgendeine Ansage an dich, es wird sofort etwas geschrieben, dann ist das schon verdächtig. Mädels, hör gut zu. Ja, das ist nicht nur Frauen, es sind genauso Männer, die da wirklich abgezockt werden. Und es ist ja nicht so, dass du tatsächlich mit diesem äußerst attraktiven Mann von der Ölplattform schreibst. Das ist nicht so, denn die Tatsache ist, du hast es gesagt, wir haben es mit der Nigeria Convention sehr oft zu tun, dass diese Menschen aus Nigeria, die ohnehin extrem arm sind, irgendwo in der Pampa unter Zeltplanen oder in verfallenen Häusern sitzen, ausgestattet von Menschen, die mit denen das Geld verdienen, mit den neuesten Laptops, ausgestattet mit einer psychologischen Schulung, mit fertigen Blogsätzen, die wissen ganz genau, was sie auf die Antwort der Frau oder des Mannes schreiben müssen,
um die in Schach zu halten. Also das ist hochprofessionell. Und wir haben immer wieder Menschen, die zu uns kommen und sagen, können Sie helfen? Wir haben über diese Bank oder über diese Bank Geld überwiesen. Das sind oft Summen. Es beginnt ganz klein. Manchmal ist es auch so, dass sich der 500 Euro ausborgt und gibt die 500 Euro wieder zurück. Das ist der fudelnde Tor. Das ist das Ködern. Ne? Genau, das Ködern. Dann glaubt die, der ist anständig und beim nächsten Mal schickt sie ihm die 15.000 und beim nächsten Mal die 28.000. Aber es sind nicht nur Frauen, die da abgezockt werden, sondern auch Männer. Wichtig ist einfach, da hinzuschauen, kann das sein, überprüfen und im schlimmsten Fall einfach mal einen Profi fragen. Habt ihr dann, gibt es dann, sage ich mal, jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, hat man die Möglichkeit, sage ich mal, wenn man jetzt, sage ich mal, leicht in so eine Falle getappt ist, weil man hört es ja sehr viel, das ist momentan sehr kuschiert, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele Leute zu Hause sind, Internet boomt, egal was du machst, weil man kommt ja nirgendwo hin. Habt ihr Anlaufstelle, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, in der Freund- und Bekanntenkreis, da ist einer reingetappt, sie ist hier aber nicht ganz sicher. Was kann man machen, was kann man da tun? Also ich würde mal, egal ob das jetzt Österreich, Deutschland oder Schweiz ist, auf die Seiten des Ministeriums oder der Präsidien gehen und würde schauen, welche Stellen es hier gibt für Cybercrawling. Es gibt auch Stellen für Roman Scamming oder im Zweifelsfall mir eine Nachricht auch auf Facebook zu schreiben oder nachzufragen und dann kann ich an die jeweilige Stelle hinverweisen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Stellen, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Delikte. Wichtig, 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 wenn ich da schon in voll in Love-Stimmung mit wild hin und her schreibe, wenn es um Geld geht, nein, da ist die Grenze schon da, spätestens dann muss ich das volle Ei erkennen. Was kann man machen, wenn man jetzt zum Beispiel den Schritt schon überschritten hat, man ist jetzt in die Falle, du hast sicherlich sehr viel damit zu tun gehabt oder hast mit zu tun, jetzt kenne ich einen Bekannten, der hat gesagt, du, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und ich habe mir jetzt mal das Geld überwiesen, dass er das Geld wieder nicht zurückgibt oder dass er das Geld nie wieder sieht, das ist für mich eigentlich so klar wie sicher. Wie kann man jetzt die Dame von ihrem Love-Trip runterbekommen und sagen, du pass mal auf, du fallst nur eine Tappe, die will nur dein Geld, die will gar nicht. Es gibt sogar Frauen, dass der Mann rüberkommt nach Europa und dann nicht mehr los wird, weil er ist dann einmal in Europa, wohnt dann auf die Adresse, gegebenenfalls auch noch angemeldet. Und dann auch noch geheiratet. Und dann auch noch geheiratet. Schon, was kann man dann da unternehmen? Weil es ist schon eine sehr creepy Geschichte. Ja, also man muss sich das tatsächlich Fall für Fall anschauen, was denn im Vorfeld passiert ist, welchen Schriftverkehr gibt es, was hat die Dame oder der Herr gemacht, hat die schon Geld überwiesen. Dann kommen ja meistens so die Geschichten, es ist irgendetwas passiert und ich brauche dringend das Geld und deshalb kann ich jetzt nicht fliegen. Oder sie kommen dann tatsächlich her und dann kleben die dir an der Backe und du kriegst sie echt nicht mehr los, aber meistens ist es so, dass es nur um Abzocken geht. Mhm. Ja. Es gibt schon einige, die auch rüberkommen wollen, aber in Wirklichkeit geht es ums Abzocken. Oder eine Zeit lang hat es auch gegeben, vorangehend der Flüchtlingswelle, wo eben Menschen versucht haben, bei Frauen eben auch Kontakt zu bekommen, dass sie auf diesen Weg zum Beispiel nach Österreich oder nach Deutschland kommen, über die Frauen. Wichtig ist auf keinen Fall, Geld zu überweisen. Ich kann, wenn ich auf einem Facebook-Profil, wenn der mich addet und mir schreibt, I crossed your profile and I saw your beautiful smile. Ja, das sind so die Klassiker. Ich bin über dein Profil drüber gestolpert und ich habe dein wunderschönes Lächeln gesehen und nach drei Sätzen liebt er dich so heiß, wie er noch nie jemanden im Leben geliebt hat, das sollte es schon klingeln, dann kann ich das auch meiner Familie oder einer Freundin zeigen, die wird dann eh sagen, du bitte pass auf, das ist Schwachsinn, aber ich gehe einfach mal auf das Profilfoto, ich speichere mir das herunter, ich gebe das bei Google Bilder ein und dann sehe ich, einfachste Weg, dass es sich hier meistens um Fotos von irgendwelchen Models handelt, die geklaut sind. Das ist schon mal der erste Schritt, den ich machen kann. Ja? Und wenn so komische Sachen kommen, wie ich liebe dich oder ich habe mich verliebt, dann muss es schon klingeln. Ja? Ich kann sagen, ich kann eine Person auf einem Foto attraktiv oder anziehend finden, aber wenn ich jetzt von Liebe rede, 5 Minuten im ersten Chat, so viel Klarheit muss ich im Kopf noch haben. Aber wie gesagt, die sind gut geschult, suchen auch gezielt manche Profile aus, Personen in einer bestimmten Altersgruppe. Manchmal zögern sie auch nicht, Personen anzuschreiben, die verheiratet sind. Ja? Weil bei mir war in meinem Profil immer verheiratet drin und ich habe das auch laufend gekriegt.
Aber vorwiegend schauen sie halt auf die Zielgruppe, die eher von einem Tiger gefressen wird, als einen Partner zu finden. Und das sind Menschen so ab 45. Ja? Auf die Zielgruppe gehen sie los und im Idealfall auch noch Single oder, oder verwitwet, um da anzudocken. Und sie treffen dann halt den Nerv genau bei der Person. Sie füllen die Defizite, die da sind, gekonnt und geschickt auf. Aber es ist alles nur Fake. Und da muss ich wirklich immer wieder warnen. Man kann auf Facebook schauen, da gibt es eigene Gruppen zum Thema Romance Scamming. Da sind auch die ganzen Scammer drin gelistet. Immer wenn ein Scammer auftaucht, wird dort das Profil hineingestellt. Ja? Aber ja, warum sollte mich jetzt jemand nach 10 Minuten lieben, der mich gerade kennengelernt hat? Ja, das sage ich, grundsätzlich auch, aber da haben wir ja das andere Thema. Das ist einmal dieses Fake-Profil, aber es gibt auch das andere Problem, wo wir eigentlich grundsätzlich immer mit zu tun haben, ist natürlich die häusliche Gewalt. Da gibt es natürlich auch dieses Problem. Viele wissen aus direktem oder indirektem Weg, dass der Frau oder der Mann unter Gewalt zu Hause gehalten wird. Es gibt gerne, eine Frau gibt nicht gerne dazu, dass er oder sie von der Frau geschlagen wird oder von einem Mann geschlagen wird. Was würdest du als Expertin, wir haben ja schon das Thema gehabt, sie würde es nie zugeben, wenn sie ihren Mann über alles liebt, und das ist das große Wort, Liebe kennt keine Grenzen, auch keine Schmerzen, da kam auch über die Grenzen. Wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt, du hattest den Fall, würdest du nachhaken, würdest du nachsitzen, würdest du irgendwas sagen? Also, mehr wie meine Hilfe kann ich nicht anbieten. Das ist die Frage, habe ich jetzt einen Auftrag, bin ich dazu berechtigt, jetzt hier etwas zu tun oder nicht? Wenn ich jetzt keinen offiziellen Auftrag von irgendjemandem habe, vielleicht von der Person oder von einer Stelle, kann ich auch nicht meine kriminologische oder profilerische Tätigkeit aufnehmen. Im Grunde genommen, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, Frau Stanjewi, ich brauche Hilfe, was kann ich in dem Fall tun? Dann kann ich das sagen, wozu ich bemächtigt bin, kann verweisen an die öffentlichen Stellen, wo die Person hingehen soll, kann sagen, wie so eine Anzeige funktioniert, was dabei passiert, wie man sich schützen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Ja? Also ich schicke die Person zu den richtigen Stellen. Denn ich bin zwar auch Coach, aber ich coache im Wirtschaftsbereich und im Sicherheitsbereich und nicht im Familienbereich oder Privatbereich. Aber als Kriminologin habe ich mit diesen Themen zu tun und verweise dann an die richtigen Stellen. Wenn jetzt eine Person kommt, die jetzt offensichtlich gerade leidet, muss ich schon schauen, dass ich die Person stabilisiere und ihr eine Perspektive gebe, mit ihr Schritte erarbeite und vielleicht mit ihr diese Schritte auch gleich umsetze und dabei unterstütze. Aber du brauchst einen Auftrag, zumindest von der Person, die dir gegenüber sitzt. Und was ich so erschütternd finde, ist, dass sehr viele Menschen, die psychisch oder physisch misshandelt werden, eigentlich gar nicht weg wollen. Letztendlich dann doch wieder einen Rückzieher machen, wenn es um das geht. Dann kann ich nur sagen, sorry, dann ist Ihr Leidensdruck noch nicht groß genug. Da kann ich auch nicht helfen. Was brauchen Sie denn noch? Ja? Würdest du dann, Liebe, dann sagen, also ich persönlich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich handle. Also ich schaue nicht weg, ob es jetzt ein Mobbingopfer oder Sexualität, wenn ich in meiner Umgebung, ob ich das Kinder, Frauen, Männer, wenn ich erfahre, dass ein Mensch unter diesem psychischen, körperlichen Gewalt leidet, bin ich nicht der Mensch, der sagt, naja gut, wenn du nicht willst, kann ich dir nicht, nein, kann ich nicht. Also ich versuche grundsätzlich einen Mittelweg zu finden. Würdest du, wenn du jetzt Anhaltspunkte hast, da ist psychische Gewalt, da ist so vielleicht körperliche Gewalt, würdest du dann sagen, ich schaue jetzt nicht mehr weg, sondern ich handle und ich versuche irgendwie über eine Institution zu sagen, geh da mal hin und schau mal vorbei? Ja, ja. Oder würdest du sagen, die sind erwachsen genug, die wissen, was sie zu tun haben? Also, es gibt schon Menschen, wo ich sage, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Ja. Das ist so, der Spruch klingt jetzt heftig, aber es ist so. Das passiert oft, wenn ich irgendwo am Abend auf der Straße gehe, da streitet ein Ehepaar miteinander. Beide sind betrunken oder haben irgendwas genommen und am nächsten Tag ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn ich die zwei jetzt abliefere, ich gehe dann zwar hin, gehe dazwischen, sage, braucht irgendjemand von ihnen Hilfe, dann fangen meistens beide zum Heulen an. Ja. Oder ich sage,
gesagt, darf ich eine öffentliche Stelle für Sie informieren? Ich bin da auch sehr, sehr rigoros, weil ich schaue nicht zu, wenn etwas passiert und auch in so einem Fall nicht. Nur ich kann einen Menschen nicht an den Ohren zur Polizei schleppen. Wenn ich sehe, dass eine Gefährdung besteht, dann weiß ich, wen ich informieren muss, damit da etwas in Gang kommt, damit eine Beobachtung dieser Person passiert, damit sie Schutz bekommt, wenn sie Schutz braucht. Also, liebe Zuschauer, grundsätzlich, wie man grundsätzlich immer macht, wenn man sieht, dass Not oder etwas vorliegt, wo man denkt, die Tendenz ist nach häuslicher Gewalt oder psychischem Mobbing, nicht wegschauen, versuchen, den Weg zu finden, dass man die Menschen Hilfestellung gibt, sonst andere Leute damit beauftragen, dass da nicht was ausartet. Wir kommen jetzt zum Schluss in dieses wunderschöne Gespräch. Ich habe noch ein Buch, was ich präsentieren möchte. Dann sind wir auch beim letzten Buch. Ich habe gesagt, dieses Buch ist nicht von ihr. Ich habe es nur erkannt, weil ich ihr Namen gesehen habe und es wurde mir bestätigt. Es ist ein schönes Buch, aber nicht der rote Faden, die bei Patricia in ihrer ganzen Biografie, in ihrer ganzen Homepage, in ihren ganzen Referaten, die sie macht, schwarz-rot, ihre Lieblingsfarben. Und in dem Buch, den ich jetzt hochhalten werde, der Status. Wenn ihr gut aufgepasst habt, ist ihr Lieblingstier der Wolf. Also ich finde hier jetzt keinen Wolf. Ich bin zwar stolz drauf, das ist mein Zeichen. Ich bin Löwe und bin stolz drauf, dass mein Zeichen, den ich auf meinen Arm auch tätowiert habe, bin stolz, ein Löwe zu sein, aber der Löwe ist nicht der Patrizia. Der Patrizia liebt Wölfe. Sie ist als Kind damit aufgewachsen und sie hat jetzt dieses Buch geschrieben, Status. Und diese Überleitung gebe ich jetzt an der Patrizia, damit sie mir sagen kann, was man mit Status erwarten kann und was der Leser anders finden in die Bücher, wie man bei Mein Wille geschehen oder Profiling ein komplett anderes Buch. Patrizia. Ja, also da hast du schon vollkommen recht. Den Cover Nummer 1 und Cover Nummer 2 habe ich selber designt. Den Cover Nummer 3 von Status war der Verlag überzeugt, dass es der bessere Weg ist. Ja? Also ich finde den Cover schön, aber er ist nicht mein CI und nicht mein CD, also nicht mein Corporate Identity und Corporate Design. Das Buch hat schon was mit mir zu tun, der Inhalt. Da geht es auch um ein Thema aus dem Bereich Macht heraus, um Status. Wir haben auch ständig mit Status zu tun. Immer wenn wir mit Menschen aufeinandertreffen, auch wenn wir nur zu zweit sind, beginnt ein Statusspiel zu laufen. Es geht einfach darum, wie kann ich, wenn ich es brauche, mehr an Status gewinnen oder wie kann ich denn auf Status zugreifen. Ne? Wir können ja Hochstatus haben oder wir können Tiefstatus haben. Und manchmal ist es wichtig und gut und richtig, Hochstatus zu haben, mit Selbstbewusstsein, mit sehr deutlicher Stimme, mit einer guten Rhetorik, mit einer guten Körpersprache, mich durchzusetzen, weil ich das jetzt brauche. Und ich erzähle immer das Beispiel, wenn mich jetzt die Polizei aufhält, dann brauche ich jetzt mal nicht mit Hochstatus kommen, wenn ich tatsächlich viel zu schnell unterwegs war. Dann ist es gescheiter, ich gehe in den Tiefstatus. Ja, die Geschichte ist auch drinnen beschrieben, wie mich in der Nacht zwei Polizisten aufgehalten haben. Und ich steige immer aus dem Auto aus, damit ich auf Augenhöhe mit den Polizisten bin. Also bei 1,60 Meter ist es eh relativ schwierig, auf Augenhöhe zu kommen, ja, mit den Männern, aber ich steige immer aus. Und Polizist Nummer 1 kommt schon über die Straße mir entgegen, breitbeinig, sehr groß, die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf so etwas schräg gelegt, die Augenbraue ein bisschen runtergezogen und den Mundwinkel hochgezogen. Also so ein Dirty Smile, ein bisschen ein verächtlicher. Ja? Ich habe das sofort gecheckt, dass er hier den Dominator spielt, ja? Dass er sich in einer Machtposition sieht, die er ja auch hat. Und da haben wir gedacht, verstandig ist es gescheiter, du machst es jetzt mal anders. Und ich schaute den Polizisten an und sagte, Herr Inspektor, ich weiß, ich war ein böses, böses Mädchen. Der Herr Inspektor zog seinen Mundwinkel noch höher hoch und sagte, ja, Sie waren echt böses, böses Mädchen. Und wir hatten schon eine Ebene gefunden. Wenn ich gesagt hätte, Herr Inspektor, haben Sie noch nie was von mir gehört? Ich habe 3 Bücher geschrieben. Ja? Ich kooperiere mit Polizeieinheiten, dann hätte er mir gesagt, das
ist mir wurscht, sie sind trotzdem zu schnell gefahren. Ja? Da ist ja voll im Recht. Und dann kam Inspektor Nummer 2 aus dem Auto heraus, weil sie treten ja immer mindestens zu zweit oder gar im Rudel auf, ja? Und kam über die Straße, vollkommen anderer Typ. Etwa so in meiner Körperhöhe, vielleicht 2 Zentimeter größer. Kurze Schritte, präzise Schritte, extrem zackig. Und dann wusste ich, okay, Modell Erbsenzähler, den brauche ich jetzt nicht mit dem Schmäh kommen. Ich war ein ganz böses Mädchen, sondern dem habe ich, weiß nicht mehr genau, wie viel ich damals gefahren bin, einfach gesagt, ja, Herr Inspektor, es ist vollkommen richtig, dass Sie mich angehalten haben. Ich bin um so und so viele Stundenkilometer zu schnell gefahren. Ja? Und somit habe ich den erreicht, ich habe zugegeben und dann hatte ich die beiden auf einer Gesprächsebene. Und was dann passiert ist, war sehr, sehr lustig. Ich sagte dann, ja, meine Herren, Sie haben vollkommen recht, dass Sie mich jetzt verwarnen müssen. Und eine Verwarnung ist kostenlos. Vielen lieben Dank, liebe Patricia, für deine Zeit, dein Geduld, deine Präsenz. Es war eine wunderbare Reise, mit der wir mit dir gegangen sind. Und ich freue mich auf alles das, was noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zusehern. Bleibt ihr alle gesund, passt auf euch auch. Bis dann, eure Nähe von FanTV.